Victory, Commander. Our librarians report the Hive Fleet shuddered and screamed when you dealt the killing blow. And we are even closer to obtaining the biotoxin we need to execute our plan of attack. This zoanthrope was frustratingly close to giving us a pure genetic sample, but it has undergone small mutations. We did gather valuable data, though, and we are getting close to isolating the primary hive's genetic template. Why must we find a primary hive? Tyranids mutate rapidly, Sergeant. This is what makes them such deadly opponents. They are constantly evolving to counter our weaponry. A primary hive contains the original genetic template for a hive fleet. If you can find that, you can predict several generations of mutations. Yes, finding a primary hive will allow us to develop a poison that will kill all Tyranid variants quickly. They will not have time to adapt to resistance. Erstmal jede Menge Stuff hier machen. Ja, da ist so ein Signal, so ein Iron Halo, der ein Energy Shield gibt. Nice, der Heavy Bolt, den wir gefunden haben, hat kein Setup. Das heißt, er kann gleich sofort ballern. Ja, du hast recht, 34% macht die nur auf Fahrzeuge. 75% die Dings. Oh, die, ah, ich weiß nicht. Na komm, ich nehme die Faust. Kann ich in die andere Hand nicht auch eine Melee-Weapon? Dual wield that shit. Noch zwei Level-Ups und Evitus kann Terminator-Armor anziehen. Nice. Faust, wir finden welche. Okay. Willst du mit Avitus? Ach ne, behalt das mal lieber. Ich nehme dann mit dem Commander. Weißt du, ob die Blendgranaten auch selber stunnen? Nein, nein, ich werfe die ganze Zeit bei dir im Nahkampf mit rein. Ja, okay. Dann nehme ich die mit dem Commander und schmeiß die mal auf sich selbst. So, direkt das nächste. The Killer Serpent. Ich glaube, Himmel auf sie können wir auch. Das können wir entdecken. Eins von den Dings, was minus 42 Rüstung gibt, das werden wir eh nie anziehen. Ja, die kann man nicht schmelzen. Doch, die kann man schmelzen. Das war eins von den Accessories. Die Rüstung kannst du nicht schmelzen, aber das Ding gerade konnte ich wegmachen. Achso, okay. Mal gespannt jetzt mit der Power Fist. Be wary of ambushes. These raveners can appear without warning. Wo gehen wir lang? Erstmal westlich. Schon wieder die Kamera gedreht, das muss ich kurz überlegen. Okay, wir müssen schon ändern, dass wir an unserem Spawn noch zwei Kisten haben mit Zeug, falls wir nochmal Nachschub brauchen. Ja. Oh shit, was geht denn hier? Oh shit! Ah, ich hab schon wieder Melterbomb mitgenommen, verdammt!
Fuck! So, wenn wir das bisschen irgendwie. Oh, Gott sei Dank. Verloren geworden in das Setup-Zeug. Jetzt kommt auch kein Schusswinkel mehr, wenn ich ihn irgendwo hinstelle, weil er sich einfach drehen kann, wie er lustig ist. Kann er nicht irgendwann auch beim Laufen schießen? Oder ich glaube nicht. Nicht sicher, ich glaube nicht. Nein! Sorry. Ich konnte das nicht mehr interrupten. Oh verdammt, er ist da unten zum Ding hingerannt. Er ist ja näher. Das war aber unerwartet für mich gerade. Kannst du die Spawner rausnehmen? Ja, ich werde da gerade eine Granate getarnt rein. Und sie wissen nie, wo es herkommt. Ich schieße da jetzt mal Artillerie drauf. Den Spornwerfer mal rausnehmen. Warte, wo kommen die her? Position.
sehr gut. Ich würde sagen, wir machen direkt Objective. Ich habe noch zwei Artillery Strikes, die hau ich da einfach mal rein gleich. Also einen. Nein, Tarkus. Ich habe kein Medikit mehr. Nein, das ist bad. Null von vier. Dafür ist Speed. So muss das sein. Congratulations on your victory, Commander. You're now a step closer to obtaining the biotoxin sample we need. Angelos out. This cut is deep. Any deeper and I would have lost an eye, like Captain Thule. How did Captain Thule lose his eye? He would never answer when we asked him. Modesty on his part. He lost it on Cronus when he destroyed the Necron Lord. The blow should have killed him. Sheer stubbornness was the only thing that could explain how he survived. He never did take credit for destroying the Necron Lord. He always attributed it to Mikolas. But those of us close to the fight saw that Mikolas had already gone down to wounds. Captain Thule liked to see his men succeed. I think that was what he liked most about command. Nein, jetzt müssen wir... Was ist das? Ein riesiger Liktor? Naja. Nein, ich kann die Bolterpistole noch nicht benutzen. Scheiße. Kannst du mit Cyrus diese Remote-Detonator nehmen? Klar, aber der ist nicht so gut. Echt nicht? Kann ja mal mitnehmen. Also wenn es dasselbe ist wie in Retribution. Dann, du musst halt extra da hingehen, den dann hinsetzen, was 3 Sekunden dauert, und dann weglaufen und dann erst zünden. Ach so. Ja, nee, dann... Ich hab grad sonst nichts, was ich ihm geben kann. Oder? Ach so. Hast du das schon? Nice, plus 3 Mili-Skill und 28 Rüstung, das nehme ich mir mal. Ich hab Cyrus auch gerade mal die Schrumpfhunde gegeben. Über die Maus. Ja, klar. Gut, die machen wir noch, würde ich sagen. Dementis Killer. Commander, we have a priority target. A Lictor has been spotted in a critical area and must be eliminated. This creature is a camouflage expert and has likely been preying on the population and weakening our defenses for several weeks. Weakness is bolter fire. Wir haben meine Scouts haben Bolter, also und Evitus hat ja auch einen Bolter. Ja, Tarkus hat ja auch welche, bis auf den Flammenwerfer. Oh ja, das ist nice. Predator. Ja. Vielleicht kommt 2 Marbos in der Ecke angerannt. Macht ihn fertig.
Scheiß Dschungel. Das ist nicht mal ein Dschungel, das ist eine Wüste. Der Teil von ist doch der Dschungelplanet. Wo haben dieses Video dann gedreht? This beast must be responsible. Im Studio natürlich. Then it has much to account for. Ah! Beschissener Start. Hm, geht doch. Tactical Squad. Das ist ein, ist ein normaler Lektor, würde ich schon sagen. Pass auf, das sind übel. Unsichtbar, wie geil ist das? Dieser Faustschlag. Oh, hinter uns sind so kleine Ripper. Okay, die kriegen definitiv Artillerie ab da drüben. Sagen wir wirklich schon auf, um den Lektor zu töten. How can we serve? Reposition. This is the place. Scan for movement. Stay alert. He is luring us in. There. Eliminate him! Make ready, brothers. Warte, ich warte, bis mein zweiter Artillery-Strike auch Cooldown hat. Aber du schaffst ihn, auf das Ding da rechts drauf zu lassen. Das ist eins von diesen Planted Charges. Die da, ja. Ja, kann ich machen. Ich kann ja spotten mit Tarkus. Tactical Marines awaiting orders. Kannst du davon mehrere legen, oder? Ne, nur einen, dann möchte ich ihn zünden, dann kann ich jetzt den nächsten legen. Achso. Incoming attack, clear the area. Ich
gespottet. Und ah, er ignoriert das einfach. Jetzt. Oh Gott, was war das? Okay, das ist glaube ich ein bisschen übel. Kannst du den Commander wiederholen? Oh, das war blöd. Hast du den Rosarin? Where is it? There. He is targeting us. Get close to him to ruin his aim. Affirmative. Tactical withdrawal. Weg da. Ich glaube, dass das so übel ist. Es hat ihm aber kaum was abgezogen, es hat nur unsere gekillt. Hol mal den Force Commander, danke. Krass, ey. Das ist ein krasses Vieh. Okay. Ich ziehe mich auch kurz zu. Ich werfe Granaten auf ihn, wenn ich noch unsichtbar bin. Warte, ich habe noch einen Artillery Strike. Den kriegt er noch ab. It slips away again. Ich glaube, ich kann den hier, wenn ich genug Zeit habe, kann ich ihn, glaube ich, solo töten. Er sieht mich ja nicht, ich will das nur die Fähigkeit benutzen. Nein, das wäre lame. Komm, wir greifen ihn an. Bau dich schon mal auf, ich gebe deinen Damage Buff. Komm ich doch nicht mehr auf, vorher stimmt. Schon wieder. Oh shit! Hab schon Granate. Was zur Hölle? Ich habe eine Sekunde nicht hingeguckt. Sofort war der Force Commander tot. Wie stark ist denn dieses Vieh? Rückzug. Das ist ein krasser Typ, ey. How can we serve? Okay. Und nochmal. It slips away again. Jetzt hat keine Artillerie mehr. Warte, ich werfe eine Granate. Was? Das hat er schon wieder? Zurück. Get close to him to ruin his aim!
last. And one less killer loose among the populace. There are plenty more to take its place, unfortunately. Ja, war doch ganz einfach. Ja.